Hallo liebe Menschen, hallo Fred. Wir haben uns hier heute versammelt, um eine lustige, respektvolle Runde zwischen Fred und mir zu fahren. Wieso betonst du denn das respektvoll so? Wir haben es ja gestern schon mal versucht und da hatten wir doch eigentlich betont, dass wir jetzt mal... was mache ich denn? Wenn wir zu zweit fahren, könnten wir ja eigentlich wirklich mal eine vernünftige Runde machen. Wir machen doch immer nur vernünftige Runden. Ja, absolut. Außerdem bin ich auch ein Mensch, Mia. Du meinst, du magst auch versaute Witze? Nee, aber du hast gerade gesagt, hallo liebe Menschen und hallo Fred. Achso, nee, bleib stehen. So war das nicht gemeint. Ich habe ein Problem, bei mir hakt es wie Sau gerade. Was ist denn? Habe ich irgendwas laufen im Hintergrund, was ich vergessen habe? Rendert irgendwas? Sag mal, bin ich blöd oder so? Ich krieg auch den Bunnyhop nicht hin hier. So, geht doch. Bleib ruhig da, Mia. Du kannst, Hi. Oh, ich hab's auch gerade gemerkt. Mist. Alter, das heute ist ja nicht schön. Muss ich ja mal zugeben. Was ist denn falsch hier? Liegt daran, dass du noch so müde bist, Mia. Ja, vielleicht. Wir spielen hier jetzt ein paar Standardstrecken, weil plötzlich und urplötzlich aus dem Nichts heraus bin ich derjenige, der hosten muss. Ja, das hat sonst nie geklappt. Genau, und deswegen habe ich eigentlich nie wirklich Strecken runtergeladen. Fred, was machst denn du da? Ich gewinne. Was denn sonst? Es ist aber nicht schön, aber... Oh, Mia. Ob du wohl noch ins Ziel kommst. Ey, hör auf. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ach, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Ich bin extra ruhig gewesen. Ja, ne, ja. Ja, wir spielen heute mal zu zweit. Es tut mir leid, ich bin echt nicht so gesprächig gerade. Ja, ich bin auch schon wach werden. Ich bin auch schon ein bisschen traurig, weil Mia schon alle Annäherungsversuche immer abblockt von mir. Deswegen. Ich weiß doch, du willst eigentlich nur Franz. Das stimmt. Aber wenn du dabei wärst, dann wäre es noch ein bisschen besser. Das klingt jetzt irgendwie, aber was mache ich denn? Wie klingt das? Seltsam. Wieso? Ich bin dem ziemlich abgeneigt. Dem Franz? Dem Ganzen. Das ist nicht nett. Der Allgemeinheit so. Also nee, der Allgemeinheit klingt jetzt auch falsch. Klingt so, als würde ich keine Menschen mögen. Ich mag aber Menschen auch nicht so gerne, muss ich sagen. Menschen sind echt anstrengend, ne? Die braucht man nicht. Ja. Vor allem dumme Menschen. Und das sind die meisten. So. Huch. Oh, es tut mir leid, wenn ich hier jetzt gerade flame, aber heute ist es echt besonders schlimm. Das hakt die ganze Zeit, es hört gar nicht mehr auf. Es liegt an deinem Gehirn, Mia. Du musst dein Genau, mein Rechner passt sich mir an. Ich bin so müde und deswegen. Nee, das liegt nur an deinem Gehirn. Du musst nur dein Gehirn dafür verantwortlich machen. In guter alter Tradition von gewissen Leuten. Ich bin so schlecht. Ich bin heute aber auch nicht gut, Mia. Nee, hast du auch den ganzen Tag im Bett gelegen? Nee, aber ich habe mich so gefühlt. Irgendwie wir haben heute Sonntag, wo wir aufnehmen. Das kann ich ja mal verraten. Ja, sonst hätten wir auch nicht den ganzen Tag im Bett liegen können. Ich bin Student und du tust Dinge. Also ich tue Dinge, ja. Genau. Lassen wir es dabei. Von daher würde das schon funktionieren. Nee, aber was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Du fährst mir gerade weg. Ja, klar. Nee, ich wollte sagen, es ist halt immer so dieser Sonntag, weißt du? Es ist so sonntags, da fühlt man sich nicht gut. Ich brenne. Ja, ich brenne. Achso, ich soll brennen. Das klang wie eine Drohung. Brenne, Mia. Ja, ernsthaft, so klang das gerade. Du bist ja schon wieder im Ziel. Siehst du eigentlich, wie schön ruckelfrei es bei mir läuft? Ja, ja, das läuft auch total flüssig. Huch. Das ist jetzt aber wieder mal schnell. Ich will das noch schaffen, aber ich glaube, das wird... Nee, scheiße. Da musst ich muss hier runter. Oh Mann, wie ärgerlich. Ich kriege richtig schlechte Laune hier heute, Fred. Ich glaube, wir blasen das ab. Nee. Mia, gestern dann war viel schöner. Sei einfach... Nun lach doch mal, Mia. Lach einfach mal. Nee, lach mal ernsthaft jetzt. Das hilft. Ja, das hilft, ne? Komm, wir lachen mal eine Runde. Ja. Das ist schön. Also. Fred. Das hat jetzt angesteckt. Das stimmt. Ich finde das ja so witzig. Es muss ja gar nicht echt sein, aber es fühlt sich echt an. Ja, das sagen die Ich könnte häufiger. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ich könnte da jetzt was zu sagen, aber dann wäre die Runde wieder nicht niveauvoll.
Übrigens haben die Leute in meinen Kommentaren entschieden, wir könnten ja. Ja. Wir könnten ja so ein Niveauschweinchen machen. Und für jeden niveaulosen Spruch müssen wir da 10 Cent reinmachen. Boah, nee. Wir alle, ich bin Student. Alle in 0,9 Rechner. Moment mal, nee, wieso? Wir alle? Wir müssen dann alle bezahlen. Ja, ja, und das, was dann übrig bleibt, da, oder was wir da reinstecken, davon können wir uns den gleichen neuen Rechner kaufen. Aber Moment mal, das bezahlen wir doch. Das bezahlen wir doch. Also, das ist ja, doch Geld, ja, was uns dann. Ich verstehe das nicht. Ich gebe die Idee nur weiter. Oh, Mia, du bist mir auf den Fersen. So, ich falle jetzt weg. Tschüss. Bei mir ruckelt es gerade aus Versehen auch gar nicht. Das ist irgendwie schön. Und, Nein! Nein! Na, schaffst du es nicht? Das ist aber doch. Traurig. Oh nee, nee, du bist schon wieder im Ziel, Fred. Es macht keinen Spaß, mit dir zu fahren. Ich nehme nie wieder mit dir auf. Da das Ziel? Nein, immer noch nicht. Dahinter ist das Ziel, ne? Seht ihr, ich habe das Gefühl, Mia mag mich gar nicht. Nein, Mia möchte einfach immer nur, gucken, dass sie bei Trials gut ist, aber so persönlich, wo ist das Ziel? So menschlich, kann man mit Mia einfach nichts anfangen. Ich weine, ich lande nur in dieser scheiß Kiste. So, dann 30-8. behältst du eigentlich die Zeit im Auge? Ja, kann ich machen. Kannst du das nicht? Ich hab da jetzt nicht dran gedacht. Also ich habe einen zweiten Bildschirm, aber da ist ja keine Zeit drauf. Achso, nimmst du gar nicht, also hast du Outer City nicht laufen? Machst du mal alles mit einmal? Ja, ja, ich mach ich alles guck mit immer einem. Bei, du machst alles auf einmal. Genau. Nee, ich gucke mal bei Outer City, dann passt das. Nein, was mache ich denn? Ah, sehr gut. Failen. Nee. Mir. Nee, 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 doch. ich werde langsam wach. Was wolltest du sagen? Also, du hast ja, als du das letzte Mal hast du mit Basti aufgenommen, ne? Richtig. Also, das kam vorgestern. Konnte man das sehen, wie Mia mit Basti. Oh, hier fliegen. Oh, sehr gefährlich. Konnte man sehen, wie Mia mit Basti aufgenommen hat und am Donnerstag davor. Also quasi heute vor einer Woche, da hat Basti auch mit Mia wieder aufgenommen. Und in der Folge, die da rauskam, da hat Mia gesagt, dass sie Basti schminken möchte. Damit Basti Schminktutorial-Videos machen kann. Ja, so in der Art. Nee, Basti hat mich eigentlich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Wir haben das ja zweimal aufnehmen müssen, weil bei Basti ja dann der Ton weg war und so. Das war ganz seltsam. Wir haben aufgenommen und dann hörte sich jemand an, als wenn er kein Mikro hat, sondern einen Toaster. Und dann haben wir entschieden, okay, wir machen das jetzt einfach nochmal. Ach so. Und da hatte Basti mich gefragt, ob ich denn nicht mal nach Hamburg fahren wollen würde. Und wenn, dann ja, dann könnte ich ihn ja mal schminken. Ach so. Ach so, ich dachte, du, warum, ich bin gerade konzentriert, Entschuldigung. Ja, ich merke es, weil ich gerade an dir vorbeigefahren bin vielleicht. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Ja, nein. Du bist runtergefallen? Das ist gut. Nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich konnte mich noch retten. Wow. Oh nee, ich kotze. Ne? Ich kotze, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Nun lach doch mal. Nee. Nun lach doch mal. Nein. Das ist doch nicht so schwer. Fred, ich heule gleich hier. Ne? Nee, nicht heulen, Mia. Jetzt doch, sei froh. Ich habe mich schon so gefreut, dass ich dich hier abziehe. Und jetzt so ein Kack hier, ich raste aus. Vielleicht bei den nächsten Stunden, Mia. Kann ja auch noch mal vorkommen. Das ist ja kacke. Ey, 9 Punkte immerhin. Ich glaube, du bist bei einer Strecke tatsächlich ins Ziel gekommen. Haha, sehr witzig. Fred, wieso fragst du denn? Möchtest du auch geschminkt werden? Nö, ich hatte eigentlich vor. Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir irgendwas Tolles überlegt. Da kann ich einen super Gag draus machen. Ja, aber irgendwie kommt der Gag nicht so an, ne? Ja, irgendwie habe ich ihn vergessen. Ja, ich höre es. Vielleicht fällt er mir noch ein, ne? Oh, 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 oh. Es ist mal wieder, das war mal hier der Turbo wieder mal. Es ist so schön. Fred fährt hier auch gerade ganz, ganz straighte Linien durch die Luft. Sieht gut aus. Puh. Bei mir steht auch immer noch, warte auf Spieler 1. Oh. Ich muss sagen, ich bin auch irgendwie so ein bisschen bräsig heute. Ja, es ist ein Sonntag, ne? Das ist immer. Liebe Abonnenten, schreibt doch mal, wie ihr so Sonntage findet. Also seid ihr da, also Sonntage an sich sind cool, das ist klar, besser als Montag, aber
Ja, irgendwie ist es ja. Seid ihr da auch immer so matschig? Es ist ja schon tatsächlich so, dass der Montag eigentlich so der fieseste Tag in der Woche ist, ne? Oder? Der Montag? Ja, also in den meisten Fällen schon. Und. Außer man hat Urlaub oder Ferien. Ferien? Ferien mit Ä und J. Ja. Der lacht da wieder. Nee, was musstest du gerade denken? Nee, du bist einfach nur ziemlich weit hinten. Das habe ich mich gefreut. Nee, das ist ja so witzig. Ich hab schon wieder nicht, ne? Oh, Mia. Guck mal, ich hänge von den Zielen. Soll ich nachher extra schlecht fahren oder was? Damit du auch mal gewinnst? Nein. So, müssen wir jetzt noch, wir müssen noch Strecken reinnehmen jetzt, ne? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bei 11-12 Minuten gerade. Wir machen nochmal was. Nochmal was Extremes vielleicht. Ja, wir können eine extreme Strecke machen. Das waren als mittlere hast du rausgesucht gehabt, ne? Ja. Kannst du nicht einfach zufällig machen? Das waren schwere, glaube ich. Ich kann sie zufällig machen, aber dann sind wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dann auch nur mittlere oder leichte kommen. Ich nehme einfach mal so eine, hier, zack, Inferno 3. Soll ich die mal reinnehmen? Ja, gucken wir einfach mal. Ja, dann gucken wir. Zack, es geht los. Sieht ja, oh, ich kenne diese Strecke. Aber weil der Montag der beschissenste Tag in der Woche ist, oh Gott, wie soll man das denn schaffen? Ich habe die schon mal gefahren, bis die Zeit ablief. Ich habe den dritten Checkpoint oder so geschafft. Mittlerweile finde ich es viel leichter. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, insgesamt, oh, ich weiß es nicht genau. Nein! 400 Versuche schon alleine für den ersten Checkpoint gebraucht. Du bist noch nicht mal beim ersten Checkpoint. Doch, ne? Doch. Jetzt. Ach so. Ich muss erst reinkommen, weißt du? Ich, Also halten wir fest, Montage sind doof. Aber worauf ich hinaus wollte war, dass dadurch, dass der Montag ja schon doof ist, das zieht irgendwie den Sonntag auch mit runter. Weil man immer denkt, morgen ist Montag. Richtig. Ja. Das kenne ich noch aus meiner regulären Arbeitszeit. Also nicht, dass jemand denkt, ich wäre hier Sozialschmarotzer, so ist das nicht. Ich verdiene Geld, aber von zu Hause aus. Bin nicht mehr angestellt. Auf einem anderen bekannten Videoportal. Was soll das denn heißen? Ich habe halt überlegt, wie kann man denn, also was ist denn so. Was können die Leute da jetzt reininterpretieren, ne? Ich habe mir halt überlegt, was kennt man so, weißt du, was berührt die meisten Menschen? Und das ist halt meistens, sind das erstmal die selber. Und dann. Jetzt sind wir wieder ins Niveaulos abgedriftet. Du hast angefangen. Nee. Hä? Wie habe ich denn angefangen? Ich habe nur erzählt, dass ich von zu Hause aus arbeite. Und du hast den Checkpoint gekriegt, ne? Du Arsch. Dass ich von zu Hause aus arbeite. Und, du hast angefangen, da schmuddelige Sachen reinzuinterpretieren. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur, ich bin hier die ehrliche Haut von uns. Also die aufrichtige, anständige, ehrliche Haut. Du tust immer so. Eigentlich hat Silfried nämlich faustdick hinter den Ohren. Tatsächlich habe ich hinter den Ohren eigentlich gar nicht mehr so viel. Da kommt noch, kommen noch Haare. Wenn ihr wüsstet, was Fried manchmal so im TS erzählt, wenn man mit dem alleine ist. Du bist doch nie mit mir alleine im TS. Oh, nein, nicht ganz alleine, aber privat quasi. Was erzähle ich denn so, bitte? Ja, willst du wirklich, dass ich das jetzt erzähle? Ja, jetzt erzähl mal, was du kannst. Fried erzählt zum Beispiel Geschichten über den Penis, die wir nicht aufnehmen sollen. Was? Den Penis und die Vagina. Du hast noch gesagt, wehe, das nimmt jemand auf. Weißt du, was auf meiner Platte liegt? Was habe ich denn gesagt? Verstehe ich nicht. Das war so ein Gedicht über. Ja, über das war Lyrik. Das Lyrik auf höchstem Niveau, nicht wahr? Ja, klar. Ja, es ist doch, sobald es Lyrik ist, ist es wieder okay. Absolut. Es ging ja auch gar nicht darum, irgendwie was Versautes zu sagen, sondern es war einfach nur Lyrik und zufälligerweise war das Thema dieses Gedichtes, waren halt gewisse Körperteile. Ja. Und andere Dinge erzählt Fried auch, die ich jetzt nicht weiter ansprechen möchte. Was? Wieso komme ich denn nicht auf die Als würde ich hier Rohr? Jetzt im TS immer ganz schmuddelige Sachen erzählen, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ja, und jetzt alles abstreiten, ne? Ja, nee. Also was mir im TS so erzählt, ne, das ist ja wohl das Schlimmste überhaupt.
Was erzähle ich denn so? Ja, ey, ganz schlimme Sachen. Die kann ich nämlich jetzt tatsächlich nicht hier verraten. Die sind nicht jugendfrei, oder nee. Was? Leute, ich bin gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen. Das, jetzt alles abstreiten, ne? Ich habe übrigens heute auf Ask.fm die Frage gekriegt, ob mein Franz-Video ernst gemeint sei. Fand ich ja schön. Und, ist es das nicht, oder was? Natürlich ist das ernst gemeint. Ich heiße Jenny und bin 28. Oh. Und ich wollte schon immer mal mit dem Franz einen Kaffee trinken gehen. Fand Basti überhaupt nicht witzig. Der hat voll die Szene gemacht. Denn alle wissen ja, Basti ist mein Freund. Ach so. Ja, dann, das ist natürlich nicht so gut. Aber Basti hat sich ja, Basti hat sich doch auch beworben für Franz. Das ist ja nicht Basti gewesen, das war ja... Eine Kunstfigur. Ah, wie hieß sie denn? Ich weiß nur noch, dass du Renate hieß. Ja, aber ich glaube, Basti war Basti. Nee, hat er nicht einen Namen gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er eine Frau, weil er schrieb, ich bin die Richtige. Ich komme ja nicht rüber, ne? Ja, aber das heißt ja nichts bei Basti. Oh, wir hoffen einfach mal, dass er die Folge nicht guckt. Wie, auch in einer, ich will ja nur damit sagen, dass auch in einer homosexuellen Beziehung jemand die Rolle der Frau übernehmen kann. Weil es dazu nicht viel braucht. Ach, Leute, ey, wo sind wir denn hier nur schon wieder gelandet? Mia, immer ist das so mit dir, dass die Aufnahmen werden immer versauter mit dir. Und das liegt nämlich nicht an mir, das liegt an Mia. Das habt ihr gerade ja wohl hoffentlich erkannt. Genau, es liegt an Mia und nicht an mir. Schön. Also das hat man gerade sehr deutlich erkannt, denn ich bin ja auch die Person hier mit der tieferen Stimme, die gerade anfing zu erzählen. Ja, genau. Ne? Warum komme ich hier nicht weiter? Wieso komme ich nicht? Ich will Fred ein bisschen mehr auf den Fersen sein hier, aber ich komme nicht hinterher. Du bist einfach zu gut, mein Schatz. Ja, ja. Du fühlst dich jetzt ein bisschen verarscht. Ich fühle mich die ganze Zeit von dir verarscht. Wieso das denn? Ja, ich jumpe hier gerade auf meinem Rückgrat. Ich bin derjenige, der immer die versauten Dinge im TS erzählt. Und ich sag doch nur die Wahrheit. Das stimmt die doch Leute können es doch mal erfahren. Nee, das ist doch gar nicht wahr. Freu dich doch, ich mache ein bisschen Werbung für dich. Du machst Anti-Werbung. Achso, die Leute gucken deinen Kanal, weil du so anständig bist. Ja, ist klar. Ja, was denn? Fred ist die einzig reine Seele auf YouTube. Ja. Es gibt keinen Menschen auf YouTube, keinen, der Videos macht, der so anständig ist wie Fred. Also, das würde ich so jetzt nicht sagen, aber auf die Komm, meisten wer ist denn anständiger trifft das als zu. Du? Ich kotze. Ist das schön hier? Warum? Ich war vorhin schon mal bei dem nächsten Checkpoint, Mia. Ja, es ist doof gelaufen, Fred. Ich habe es letztens bei Basti schon mal gesagt, das spiegelt die Realität wieder. Aber das ist ja irgendwie jetzt doof. Ach nee, bei mir natürlich nicht, ich war ja ein Mann. Was spiegelt die Realität wieder? Ja, der Skill hier drin. Aber das zählt bei mir nicht, weil ich hier eine echte Frau bin und hier einen Mann fahre. Bei mir spiegelt das dann natürlich dann nicht die Realität wieder. Eigentlich wäre ich voll der gute Motocross-Fahrer. So, jetzt könnte es nichts werden. Ich war übrigens, als ich das schon mal gespielt habe, auch schon mal da, wo du jetzt bist. Ja, das ist toll. Ich bin beim nächsten Checkpoint schon. Was? Hast du es geschafft? Ja, klar. Stopp. Hier ist kein Checkpoint, oder? Nein, das ist einer. Also, ich habe den nächsten Checkpoint. Nein! Fred, was machst du denn? Das danach kann aber echt böse werden, ne? Hier ohne. Wusstest du, dass ich in Wirklichkeit gar nicht Fred heiße? Das war mir schon bewusst. Echt? Hätte ich jetzt gedacht. Also Fred wäre ein ungewöhnlicher Name für jemanden in unserem Alter. Ich heiße ja auch nicht Mia. Also ich kenne einen Frederik, der... Ja gut, der ist dann, ne? Also schon, aber habe ich mir irgendwie gedacht. Weiß ich nicht. Passt einfach zu deiner Stimme, Fred. Das klingt so alt. Was denn? Hallo? Ey. Also um das mal klarzustellen, ja. Ich bin 26 Jahre alt. Jung. 26 Jahre jung. Ob dir das jemand glaubt? Ja, was ich Oh, ja. Ich habe halt einen reifen Charakter. Das ist einfach, Eigentlich ist Fred schon lange in der Rente und hat sich gedacht, so, ich studiere jetzt nochmal.
Ich habe einfach nur... Fred, erzähl doch mal, was du studierst. Ich studiere Physik. Das wissen aber auch alle Leute, ja, die bei mir gucken. Aber ich finde, das passt noch viel mehr dazu. Ist doch doof. Also nicht, dass alle Leute, die Physik studieren, alt sind. Ich will hier keine Leute... Das könnte man jetzt irgendwie falsch interpretieren. Aber ich habe zum Beispiel mal... Also gerade bei Naturwissenschaften interessieren ja alte Männer auch oft. Ich habe mal, das ist schon Jahre her. Ja, genau. Und Frauen spielen auch nie Computerspieler. Nie. Genau, nein. Und das ist ein Männerding. Ja. Lass mich jetzt mal ausreden, bitte. Nee. Du verbreitest hier nur Unsinn und Quatsch. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich glaube, Ninja. Ja, du wolltest gerade ausreden? Ja, genau. Und zwar habe ich vor Jahren mal, ich glaube, da war ich 15 oder 16, 17, ich weiß es nicht genau, bin ich mal mit dem Zug gefahren in den Sommerferien und habe eine Freundin besucht in Osnabrück. Und da fuhr man halt von hier aus eine Stunde ungefähr. Und da hatte sich so ein Opi neben mich gesetzt. Und der fing dann irgendwann zu erzählen über Bahnstrecken und so. Und meinte, ja, die Gleise führen da und dahin und die Gleise führen da und dahin. Und ja, auf jeden Fall quatschte er halt eine Stunde lang mir eine Frikadelle ans Ohr. Fand ich aber nett. Also ich habe kein Problem damit zugequatscht zu werden. Meistens ist es sehr interessant. Auf jeden Fall fing er dann auch zu erzählen, dass er jetzt studieren würde. Er wollte früher nämlich immer gerne Medizin studieren. Und hätte sich da jetzt eingeschrieben und sitzt da als Opi in Vorlesungen und studiert das noch. Es gibt viele Opis, die in Vorlesungen sitzen, aber das sind meistens... Meistens sind die nicht eingeschrieben, ne? Sondern gehen einfach rein, weil die öffentlich sind. Ja, das ist ja sowieso, kann ja eh machen. Nee, die meisten Opis machen das nur für das Semesterticket. Jetzt sind sie? Ach Quatsch, keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, nicht in der Opi-Szene drin. Ach Fred, gib's doch zu, du hast ja schon aus Solidarität die Haare grau gefärbt. Nein, ich habe meine Haare nicht grau gefärbt. Ich habe volles Haar. Ich habe noch nicht mal Geheimratsecken. Ich habe Geheimratsecken. Ja, guck. Du bist die Alte von uns. Nee, ich bin einfach so weise. Fred, eigentlich ist es doch auch noch ein Kompliment. Was denn? Ich stehe auf reife Männer. Oh. Deswegen nehme ich ja jetzt auch alleine mit dir auf. Ja, erst lässt du mich die ganze Zeit abblitzen, ne? Mit meinen ja, so macht man das hier. Zuckerrohr und Peitsche nennt man das. Ja. Zuckerrohr. Schön hast du das gemacht. Ich will hier hoch, ey. Ich will zu Fred hier, ey. Nee, du kommst mir nicht ran. Ach komm, Fred, lass mich doch ran. Du hast Schluss. Jetzt läuft nichts mehr. Mia. Oh, es ist total behindert, weißt du? Dann komme ich auf die zweite Plattform und in dem Moment hört es auf zu ruckeln und macht jetzt hier den Zeitraffer ein. Es ist so schön. Ich würde es echt gerne mal auf einem von euren Rechnern spielen, wenn es bei euch flüssiger läuft. Ich kann dir meinen Rechner geben, wenn du mir einen neuen kaufst. Ja, dann kann ich mir ja auch, ne? Also, das wäre aber nicht so sozial. Von meinem YouTube-Money mache ich das dann. Genau. Schicke ich dir einen Rechner. Ein Raspberry Pi oder was? Von dem vielen Geld, was ich mit YouTube verdiene. Jetzt schon. Oh, ich sollte sowas nicht sagen, die Leute nehmen das wieder für bare Münze. Nein, die Leute sind nicht so doof, wie du denkst. Das meine ich auch nicht, aber die Leute sind sehr naiv manchmal. Die haben ja auch mein Franz-Video ernst genommen. Nein, das ist nicht... Das wurde natürlich nicht in Wirklichkeit ernst genommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Nee. Ich habe nur noch 250 Versuche, Mia. Ich habe noch 290. Das gibt's doch nicht. Auf dann. Dann ziehe ich noch auf den letzten 10 Versuchen an dir vorbei. Ja, und kriegst dadurch deine 2 Punkte mehr. Und dann hast du gewonnen. Dann habe ich dieses Match gewonnen. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn da hochkommen? Mia, was soll das? Ich weiß es nicht. Ich hänge hier noch hinter dir. Das ist ja... Du hast die ausgesucht. Du hast gesagt, komm, wir machen jetzt hier mal eine Extreme. Und du hast natürlich die beschissenste rausgesucht, die es gibt. Ey, weiß nicht. Ist das die beschissenste, die es gibt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe schon... Nein! Ja, nein. Oh, ja, nein. Oh, war schön. Ach, du kannst mich doch mal. So? Wie so ein Opa, der so vor sich hin meckert. Ja, die Jugend von heute. Guck dir mal an, wie die rumläuft. Ja, gar nichts an die Frau. Oh, willst du das wissen? Hast du gerade erzählt? Ach nee. Ja, das, als würde ich dir erzählen, was ich anhabe. Ja, ist doch, das sind die Schmuddelthemen, die du im TS immer anschneidest. Nee, ich habe gesagt, ich habe mich gerade angezogen.
Ja, ja. Genau, so war das. Ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt hier nichts an hätte. So ist es nicht. Wenn ich aufnehme, habe ich in der Regel immer was an. Eine Mütze. Eine Mütze, genau. Fred trägt manchmal eine Mütze, weil sein Headset so schwer ist für seinen alten Kopf. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich hier gerade in Bademantel sitze. Welche Farbe hat er denn? Der ist schwarz. Das ist ein Star Wars Bademantel. Was? Ach, wie cool. Weil der nämlich so lange Ärmel hat und wie so ein Sith. Genau, und so eine Kapuze. Ich wollte eigentlich einen Jedi... Oh, ja. Ja! Nein! So, jetzt kann ich gemütlich weiterfahren. und der hat so, halt so lange und weite Ärmel und so. Und der ist richtig gemütlich. Mag ich. Das ist ziemlich cool. Ich muss zugeben, ich bin überhaupt kein Bademantel-Typ. Ich finde das immer total unangenehm, Bademantel zu tragen. Ich will hier jetzt mal ein bisschen hoch. So, das ist falsch gechillt. In dem Feuer. Nee, finde ich immer, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie eklig, Bademantel. Frag mich nicht, ich habe so eine Bademantelphobie. Ich finde es ganz eklig, den Gedanken daran, mich in so ein nasses Handtuch zu wickeln. Denn es ist ja nichts anderes, du bist ja dann nass, wenn du aus der Dusche kommst. Ja, das Ding ist ja auch nass. Ich bin ja jetzt nicht, ich komme ja nicht gerade aus der Dusche, sondern es ist eher ein Morgenmantel. Ach so. Ach, das ist so ein Seidending, ne? Nee, das nicht, aber... Oh. Das gibt's auch nicht, Mia... Fred? Ja, wie soll man denn... Puh, ist das... Oh, schade, das war ganz knapp. Oh. Ich muss mir angewöhnen, sobald ich auf die zweite Plattform hier komme, ganz schnell meinen Mittelfinger auf die Hochtaste zu hämmern. Damit ich nicht zu viel Gas habe und nicht zu wenig. Huch. Oh, ja. Was ist denn, ja, Fred? Ja, ich hänge hier fest. Ich komme da nicht hoch. Muss ich dir wieder Kaninchen schicken? Wieso Kaninchen? Damit du wieder gute Laune hast. Na, nee, ich hab, kennst du die Seite, Stuff on my Rabbit? Nee. Was machen die da? Das war, ursprünglich ein Tumblr-Blog. Ich weiß nicht, inzwischen sind die, machen die, ist das schon größer und die haben halt auch einen Kanal und so. Das ist halt einfach, war ursprünglich ein Tumblr-Blog, wo, jemand einfach Fotos von seinem Kaninchen oder ihrem Kaninchen gepostet hat mit Dingen auf dem Kopf. Okay, so klang das auch gerade. Ich dachte, es wäre ein Witz. Nee, wirklich. Und das okay, ist witzig. Und weiter? Also, wo ist das arme Kaninchen? Nee, das mag das. Oh. Wow, ich bin weit. Ganz sicher, das Kaninchen findet es total geil, wenn man ihm Dinge auf den Kopf legt. Oh Gott. Vorzüglicherweise irgendwie Hanteln, ein Auto. Nein, das sind halt nur so kleine Sachen, wie zum Beispiel eine Banane. Er legt eine Banane auf dem Kaninchen. Das passt ja so gut. Wie? Was? Wieso sagst du I? Nee, ich sag wieso wie, jetzt, weil wir. Das ist, kann man noch nicht schaffen. Ich schaffe nicht mal das hier hinten, aber ich bin ja schon mal froh, dass ich hier jetzt angekommen bin. Es wäre schön, wenn ich die Strecke gewinnen würde. Ich habe irgendwie den Eindruck. Du bist ganz schön weit. Ja! Fred, ich mag dich nicht mehr. Ach, Mia, jetzt sei doch nicht so. Weißt du, es klingt ja immer wie rausreden, aber es ist so witzig, wenn die Leute einmal sich ein Video bei mir angucken, die sagen, wie kannst du denn so spielen? Und sie sagen auch, ich hätte wahrscheinlich mehr Skill als ihr, weil ich auch da mitfahren kann. Hm, hast du das gehört? Ja, ich Vielen muss Dank ja dafür. Zugeben. Nee, hab ich wahrscheinlich nicht. Was musst du zugeben? Ich muss zugeben, dass, ich auch nicht verstehen kann. Oh, ich hätte es. Oh. So oh, hätte es funktioniert. Das war so knapp. Nein. Was musst du zugeben? Dass ich das wahrscheinlich auch nicht schaffen würde auf deinem Rechner. Ja, man gewöhnt sich dran. Aber ich ärgere mich halt jedes Mal wieder, wenn es daran hapert, weil du dann kurz vor einem Checkpoint bist und dann setzt hier auf einmal der Turbo ein. Und du machst einen Überschlag oder so, weil du halt nicht so schnell aussteuern kannst. Oh, schade. Wäre so schön gewesen. Boah, das gibt's doch nicht. Man kann ja auf diesem... Fred, was ist... Ja? Ich versuche hier, muss hier so ein Ding, so ein Bunnyhop machen. Auf einer, nicht geraden Oberfläche. Das ist nicht gut. Das ist ätzend, kenne ich. Fred, was ist denn eigentlich dein Lieblingstier?
außer dem Pelikan? Mein Lieblingstier. Also so als Haustier oder so allgemein. Im Allgemeinen? Hast du ein Lieblingstier? Ich finde es ganz schwierig. Ich finde, also es gibt halt ein paar Elefanten. Es gibt so ein paar Elefanten, die gefallen mir. Es gibt ein paar Tiere, die finde ich cool, weißt du? Zum Beispiel Elefanten. Komisch. Oder Pelikane finde ich eigentlich nicht cool. Die sind halt nur overpowered. Hatten wir ja schon mal geklärt. Genau. Und Elefanten sind auf jeden Fall cool. Pinguine sind irgendwie auch cool, weil die sich manchmal so ärgern, weißt du? Wie? Ärgern? Ärgern, ja, genau. Wie denn ärgern? Was machen die? Dann klauen die sich zum Beispiel Stöckchen und sowas. Oh! Das verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir mal mehr erklären. Nein! Ich habe mich noch nicht so mit Pinguinen beschäftigt. Du bist ja hier gecrashed. Nee, du bist wieder. Oh, du bist angekommen. Dann jetzt erzähl mal, was meinst du denn mit ärgern? Ich will das jetzt wissen. Es gibt so lustige Videos, wo Pinguine sich gegenseitig ärgern. Also sieht man zum Beispiel, wie halt ein Pinguin immer losläuft und ein Nest baut. Und dann ist ein anderer Pinguin, der steht daneben, der guckt immer so verstohlen nach links und rechts und wartet, bis der andere so seine Steinchen da aufsortiert hat. Und dann geht er dahin, wenn der andere gerade wegrennt von dem Nest und pickt sich da die Steine raus, die der andere gerade geholt hat und legt die in sein eigenes Nest. Ja, und denkt sich, boah, das ist ein guter Stein, den hätte ich jetzt gerne bei mir. Ja, weißt du, der lässt halt den anderen Pinguin die Arbeit machen und klaut ihm dann die Steine, die so gut sind für das Nest. Ja, macht das nicht so. Na, ist halt, finde ich halt witzig. Oder dann gibt es ja auch wohl halt so ein Pinguin. Pinguine sind halt einfach irgendwie, die watscheln so und die, wenn die sich fortbewegen wollen, dann rutschen die auf ihrem Bauch den Schnee runter. Ja, das kenne ich. Das finde ich schon, ist schon stark. Pinguine sind stark. Elefanten sind stark. Affen, es gibt viele gute Affen. Aber sollen wir da vielleicht in der nächsten Folge weiter drüber reden? Ja, können wir machen. Ich war gerade so gebannt von deinen Worten. Ja. Ich hing an deinen Lippen. Tschüss. Mit meinem kleinen Zeh. Tschüss. Tschüss. Fred ekelt sich ein bisschen jetzt, glaube ich. Uah, der Käse-Zeh. Sag's doch nochmal. Komm, sag's nochmal. Nee, das meine ich nicht. Tschüss. Sehr gut.